Boah, ey, das ist dieser Moment. Der Limgrave-Moment 2.0. Und der knallt richtig. Oh, der knallt richtig. Alter. Oh, das wird richtig ausgekostet diesmal. Der dunkle Mond und die Schleier, die vom Baum herabhängen. Ne? Wisst ihr ja, warum aus meinem Lore-Videos hier. Das ist jetzt quasi der Helm von Mesmer, dem Impaler. Den habe ich mir bestellt. Eigentlich habe ich es gerade schon ein bisschen angeschnippelt. Und dann ist mir aufgefallen, ich habe keine Aufnahme gestartet. Aber immerhin habe ich es noch gemerkt. Und deswegen können wir das Unboxing jetzt an der Stelle weiter durchziehen. So, ab geht's. Ne? So, zack, zack, mit dem Cuttermesser. Und hier geht's jetzt gleich los mit dem Mesmer-Helm. Und an der Stelle auch noch, damit wir es auch in der Aufnahme haben. Ne? Ich habe es jetzt schon ein paar Mal gesagt. Leon, grüß dich. Willkommen im Stream, mein Lieber. Der wichtigste Mann hier, gell? MVP, muss man sagen, der moderiert immer gut. Was wollte ich sagen? Bandai Namco hat mir übrigens den Elden Ring DLC gesponsert, ne? Also eine ganz feine Sache von denen. Haben mir auch damals in Tekken 8 ein schönes Überraschungspaket geschickt, über das ich mich sehr gefreut habe. Und auch jetzt, das ist wieder eine sehr große Ehre. Entsprechend, coole Sache. Und jetzt geht's weiter hier. Oh, Alter! Das ist ja krasser als ein Fitnessstudio. Okay, jetzt haben wir den schon mal rausgekriegt, den Schlingel. Huiuiui. So, weiter geht's. Ich meine, man könnte es auch mal eine GoPro machen. Ist auch eine Option. So wie wenn man als kleines Kind Zelda gespielt hat und die erste Schatztruhe aufmacht. Alter. Nice. Ich sehe sogar, wie vielte ich bin von den Käufern. Ich bin der 855. Käufer von... Ich bin noch unter der 1000. Krass. Scheint zu funktionieren. Fakt ist, ich habe sehr viele Kisten hier. Sehr viele Kisten. Elden Ball, ja klar. Aber oder vielleicht auch der Armor Tiger. Wer weiß. Wie ich schon eben gesagt habe, ein bisschen Dex brauchen wir hier auch, ne? Nicht nur Stärke. Die Quality Builds immer. Oh, da ist das Ding! Da ist das Ding, Freunde der Sonne! Wartet. Ihr seht es doch schon halb, hä? Alter! Alter! Der Helm vom Mesmer, meinem Erzfeind. Aber wer weiß, vielleicht ist er auch gar nicht der Böse, gell? Das ist so mal so das Ding in den From Software Spielen. Okay, das ist der Ständer. Scheiße, jetzt muss ich den irgendwie rauskriegen. Wie kriege ich den Laden heraus? Einfach so. Damn! Alter, vorbei, der Junge. Das ist ein Geschoss. Das ist ein Geschoss. Soll ich's tun? Soll ich's tun oder was? Mother. Alter Verwalter. Das ist ja mal ganz crazy. Ja, auch nicht schwer, das Ding. Junge, oh, okay. Ne, und weil jetzt quasi das so ist, dass wir im DLC ja unser Schwert schwingen werden. Ihr seht ja meinen Charakter schon da stehen. Der Helm sieht so ähnlich aus wie der, den ich immer trage. Seht ihr das? Der Veteranenhelm ist so ähnlich. So von der Grundform. Ach so, wir müssen noch was machen. Ich werde jetzt noch meine Rüstung anlegen. Ihr wisst ja, dass ich auch eine Rüstung anhabe. Das liefert ja Armor ab bei so einem Superheldenfilm, wenn er dann seine Rüstung anlegt. Und was wir aber auch noch machen werden jetzt, bevor es richtig losgeht, wir müssen uns warm machen. Aber das ist so ein Quality-Waffe, ist ein bisschen mehr wie der Platon für ein Claymore. Und zack, und zack, und zack, und tsch. Okay, jetzt hab ich's. Ja, das ist nur, weil ich hier so wenig Platz hab, Leon. Ansonsten würde ich hier richtigen, wollte ich einen Waterfall-Dance machen.
Jetzt geht's ab. Wir müssen jetzt nur noch zu dem Kokon laufen und Mikelas Hand anfassen. Und dann sind wir auch schon im DSC. Ach, die Bosse werden schön von mir vermöbelt. Oh, da steht sie. Da steht sie, meine Gute. Grüß dich. Wow, die hat auch schon eine schicke Rüstung, hä? Wie sie wohl darunter aussieht. nee, aber echt krass. Ich meine, man kann sie auch hier gar nicht angreifen. Wird schon noch wichtig sein, auch, ne? Were you guided here by kindly Mikula? I am Leda. Leda. I was guided by faith along his honorable path. Touch the withered arm, and you too will be transported to the realm of shadow where Mikula the Kind now dwells. My compatriots are there already. Like us, they have heard kindly Mikula's call. If you can find them, they are certain to lend you aid. Okay, aber Soulspawn-Spiele, ne, man... Oh, das ist der Spruch. To the realm of shadow. I will not be far behind. We meet again. Geil, geil, geil. Okay, sagst du jetzt was anderes? Alles klar. Okay, wir haben den Dialog exhausted. Das ist jetzt der krasseste Moment. Was passiert jetzt? Kriegen wir eine Cutscene? Bossjagd müssen wir, ja, da schauen wir mal, hä, Neo. Neo, moin, mein Lieber, grüß dich, auch hier willkommen, ne? Da sind wir auch schon. Ging doch schneller als gedacht. Wir können eigentlich beim Claymore bleiben. Boah, ey, das ist dieser Moment. Der Limgrave-Moment 2.0. Und der knallt richtig. Oh, der knallt richtig. Alter. Oh, das wird richtig ausgekostet diesmal. Der dunkle Mond und die Schleier, die vom Baum herabhängen. Ne? Wisst ihr ja warum aus meinem Lore-Videos hier. Hier sind überall diese Grabstein-Silhouetten, ne? Und das ist der Wicker Man. Krass. Absolut krass. Und ich wurde auch an der Stelle, ne? Der wichtigste Tipp, den gebe ich euch jetzt für den DLC. Und der ist meiner Meinung nach, lasst euch Zeit. Ne? Wir haben so lange drauf gewartet, 2,5 Jahre für dieses krasse Ding hier. Elden Ring hat so krass die Latte hochgesetzt. Und es wäre eigentlich schade. Ich meine, jeder kann es machen, wie er will, gell? Aber es wäre schade, wenn man das in ein paar Tagen, in 3 Tagen durchsuchtet. Ja, deswegen hätte ich gesagt, lasst euch ein bisschen Zeit. Auch mit den Bossen. Versucht es vielleicht, wenn ihr jetzt sonst Mimiktier nutzt, vielleicht einfach 10 Mal und danach zieht er sie dann erst, ne? Und macht einfach take it easy, zockt 3 Stunden, lasst es ein bisschen setzen und dann später stürzt ihr euch wieder rein, ne? Einfach, dass man es nicht so schnell durch hat, ne? Weil es wird lange dauern, bis wir wieder sowas Geiles kriegen werden. Elden Ring ist einfach so ein Meisterwerk auf allen Ebenen. Die Charaktere, die Lore, die Bosse, die Musik, alles, alles. Das größte Ding für mich im Gaming, das es je gegeben hat. Und deswegen. Und vielleicht schafft es ja Elden Ring sogar, ne, mit diesem DLC nochmal Game of the Year zu werden. Wenn es etwas schaffen kann, dann dieser DLC hier. Ne, und dann ist Elden Ring auch offiziell wahrscheinlich das beste Spiel aller Zeiten. Ne, einmal Game of the Year und dann nochmal Game of the Year mit dem DLC werden. Das hat es noch nicht gegeben. Ja, so viel zu meinem Tipp. Und ich würde sagen, wir klatschen gleich diesen Feuermongo da hinten. Auf geht's. Oh, wer, oh, wow, wow. Oh, der hat mir gleich nochmal einen gegeben. Oh, was sind das für Dinger? Der hat unendlich Puls gefühlt. Ich bin ja nicht im Duell, ich muss heilen. Oh, er gibt mir den 6-1-1. Mach's gut. Oh! Hau ich einfach vorbei. Puh, okay, aber geht die am Sinn sich, die Kollegen. Ist einfach jetzt hier einer direkt wahr. So eine Sauerei hier. Ich bin 137. Ach so, und noch eine kleine Special, was wir machen. Ich werde ja immer Invader reinlassen, ne? Damit es ein bisschen anspruchsvoller noch wird. Ich benutze wahrscheinlich nicht das Seekiro-System. Ich muss mal gucken. Wenn es wirklich möglich ist, ohne zu spielen, dann benutze ich es nicht.
Ah, muss ich da diesen Summoning Pool aktivieren? Oh, das hat auch so eine Atmosphäre hier, ne? Ist krank. Dankeschön für das Follow und herzlich willkommen im Dojo. Irgendeiner hat mich doch hier gesehen. Tschüss. Ah, okay. Kann euch doch auch Guard countern, oder? Ja, okay. Das ist immer der Trick gegen Vögel, ne? Guard counter. Da ist der Wicker Man. Hey, da ist noch ein Grace. Da gehen wir zu dem erstmal. Oh, wow, guck mal, hier sind solche... So eine Ruine. Oh, wow, das ist unsere erste Stadtruinen-Dingsbums. Da könnte man... Da geht's bestimmt irgendwo runter. Wir nehmen aber erstmal das Grace mit hier. Oh, 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 ein bisschen Lore. Oh, ein bisschen Lore zum Baum. Ich weiß, euer ganzer Groll ist noch nicht verflogen. Den Rohstoff, aus dem... ich mit Sicherheit einen Fluch schmieden werde. Auf Mesmos bösartigen Kopf, auf Marikas Kinder. War das alles? Okay, also es scheint anscheinend auch viele Mesmo nicht zu mögen. Ja genau, die Geschichte hinter dem Baum, für die, die es jetzt nicht kennen im Stream, ne, die ist quasi aus Berserk. Ne, Berserk ist ja die Grundlage für The Souls, habe ich ja schon erzählt. Und der Hauptcharakter Guts, erfährt man halt, der ist quasi, hat hier sein Leben gefunden. Während seine Mutter erhängt wurde, ist er gebrochen worden, auf den Boden gefallen. Und deswegen auch der Name Guts steht sozusagen für ich nenne es mal Eier, für, ne, so für Mumm. Und auf der anderen Seite steht es auch dafür, wie irgendwie sowas, wie Magen oder Fleisch, irgendwie sowas, ne, das auch in diesem Kontext steht, dass er so gebrochen wurde. Deswegen ist der Baum gewissermaßen in seiner Unheiligkeit ein heiliger Gegenstand. Gibt es diese Schattenmenschen? Die tun mir ja fast leid. Die halten ja nichts aus. Oh, hier sind Schmetterlinge. Das ist ein neuer Schmetterling. Schwarzer Feuerverhalter. Ah! Schmetterlingstheorie. Mir hat schon irgendeiner geschrieben. Das ist Mesmos Schmetterling. Also sind die Theorien, die es bis jetzt gab, anscheinend... Das ist die Frage, kommt noch ein anderer Schmetterling dazu? Dann stimmt die Theorie anscheinend. Das passt ja auch voll zu Mesmer, ne? Schwarzer Feuerfalter. Muss sogar sagen, ich glaube, dadurch, dass ich einen recht guten Nackenmuskel habe, ist der Helm gar nicht so schlimm schwer. Er kämpft gegen jemanden. Oh, guck mal, er hat sich schon den Hammer gesnackt, die Keule. Hunde übrigens auch. Ne, wie... Oh. Bei Hunden ist es genauso wie bei Vögeln. Okay, gibt hier oben gibt's doch irgendwas Schönes bestimmt. Gibt es hier so einen Hammer oder was gibt's hier oben? Eine Truhe. Bevor es noch eine Mimik ist, auch direkt nach hinten laufen. Ist keine Falle. Klinge der Gnade. Was ist das? Was macht man mit der Klinge? Hat das schon jemand anders ausgetestet? Ach, das ist ein Talisman. Oh! Alter, das ist ja voll was für mich. Erhöht die Angriffskraft nach jedem kritischen Treffer. Um wie viel? Regen? Ist das ein gutes Omen für den Wickerman? Habe ich eigentlich... Um mal den zu versuchen zu freezen. Ich hab, mach so. Nehm schnelles Feuerfett mit rein. Ey, wenn es regnet, kann man den vielleicht viel besser klatschen. Wetten? Guck mal, der brennt nicht mal gerade. Yeah! Ich weiß gerade noch nicht so richtig, wie ich ihn sonst besiegen soll. Wir machen einfach mit Torrent. Oh, er liegt gleich, oder? Oh, er liegt! Keep him! Oh, das hat schön Damage gemacht. Ich glaube, der ist jetzt gleich sauer, ne? Komm schon, fall noch mal hin, ich will dir einen Crit geben. Okay.
Ja, da liegst du, Junge. Da liegst du und bist gleich tot. Nein! Jetzt. Aha! Boom! Abwehrende Bleiträne. Oh, das ist für die Rontus Physics. Cool, wir haben besiegt. Nice, nice. Ofengesicht. Grabfeldebene. Oh, guck mal, hier ist noch so einer, der was sagt. Wartet, ich mach's nochmal neu, dann sage ich's nochmal, dann kann ich's ein bisschen vorlesen. Alle miteinander, glühend, verkohlt, verbrannt und fort. Zur Fackel gefühlt von Mesmer und seinem Pack. Womit haben wir solch ein Schicksal verdient? Wir haben einzig unser Leben geführt, in Frieden gelebt. Okay, also Mesmer hat hier ganz schön Trubel reingebracht. Besten, sagst du. Hier sagst du. Oder da. Westliches namenloses Museum. Ritter der einsamen Kerker, okay. Oh, oh, oh. Wow, macht der Schaden. Nein. Der macht ganz schön viel Damage. Au. Oh, wow. Macht der Schaden, Mann. Das ist ein Problem. Er hat die Schnellfeuer am Brust. Oh, der kann noch ein Follow-up machen. Oh, Alter, das ist übel krass. Müsst ihn doch parieren können. Das ist ja ein normales Großschwert, ne? Aha! Boah, das macht zu wenig Schaden. Dann lasse ich ihn noch heilen, einfach so. Nein! Ah, na gut, egal. Egal. Ich wollte ihm noch so ein Hardswap drücken, aber okay. Perry hat um ihn gesessen. Oh, Großschwert der Einsamkeit. Wir haben auch so eine ganze Ausrüstung bekommen. Boah, Alter, das ist ein normales Großschwert. Wirkt 15,5. Junge, das ist übel crazy. Brauche auch viel Stärke dafür, ne? Okay, ich kann euch nochmal das Moveset zeigen. Ne, Standard R1. Hat den Standard R2 Move auch. Einhändig. Okay, das ist ein ganz normales Großschwert Moveset. Aber du hast halt den Schnitt hier. Der ist viel cooler als der normale Vakuumschnitt. Ich glaube, er macht mehr Schaden. Danke, Leon. Coole Sache. Ja, der war crazy, was der an Damage macht und einstecken konnte, ne? Coole Waffe. Ganz nicht sagen. Da könnte man auch nochmal los. Wir machen nochmal einen kleinen Waldspaziergang jetzt. Bisschen Waldbaden. Siehst du? Hier rum, wenn man da runterkommt, das sieht krass aus. Sehr vertikal, ne? Das haben sie auch gesagt. Das ist jetzt im DLC hier, das Ding. Schwarzritter, der es in Hammer gibt. Geil. Das finde ich aber sehr geil. Danke dir für die Infos, mein Lieber. Ich habe jetzt hier immer meine zwei Lieblingsschwerter parat, ne? Knight's Greatsword, ist klar. Und auf der anderen Seite habe ich Claymore. Ich meine, kannst du ab und zu mal so einen machen. Und das ist übel geil bei den Doppelschwertern, ne? Und Claymore hat ja noch diese geilen Geschichten.
Auf jeden Fall mein One-Shot-Talisman kurz drin. Bis wir auch gleich voll sind, dann werde ich mal kurz wieder wechseln. Okay, der will's wissen. Soll ich den mal perfekt blocken? Backstep. Ah ja, schwarzer Großstallhammer, siehst du? Wie habe ich den eigentlich gerade so zerhackt hier? Ah, das ist das, was du meintest. Das sind diese Dinger. Skadu-Baum-Fragment. Skadu-Baum? Da hinten steht so eine Keule mit einer Fackel. Greif mich doch an. Greif mich doch an. Hallo. Ja. Messmer-Soldaten bei dem Schutz. Ah, das sind Messmer-Soldaten, siehst du? Knight's Greatsword. Du erkennst dran, dass ein Spieler, der Knight's Greatsword spielt, der verzichtet auf ein bisschen Schaden und Schnickschnack, aber der hat halt ein übelkrankes Moveset. Und du kannst das, wenn du das lenkst, kann ich das so lenken, dass mein Gegner nicht dazwischen hauen kann. Beziehungsweise, das ist dann halt sozusagen, ich decke den Raum halt ein. Ich bin jetzt hier im Vorteil weiterhin, ne? Bei dem anderen Großschwert kannst du teilweise dazwischen hauen. Das macht ja die Waffe so gut. Junge, dieses Art-Design in diesem Spiel ist so gestört. Guck mal, die Wolken allein schon. Hammerhart. Das ist ein Kunstwerk, ich sag's immer wieder. Elden Ring ist für mich das übelste Kunstwerk. In jeder Ebene. Ah, siehst du, und da ist die Rune von Mikaela. Wen haben wir denn da? Oh, siehst du, das ist die Crew von Mikaela. Ach, nicht von Mikaela, von, wie hieß sie, Ledda? Ah, noch so ein Ding. Und hier könnte ich jetzt ein Upgrade durchführen. Hier lasse ich das erste Fleisch meines Körpers zurück. Oh ja. Ach, der Kunde. Fi, another. Treading the heels of Mikaela. Then, as that woman would surely say, we are in our purposes well aligned. Ah. Your kind are not forgiven. The Earth Tree is my people's enemy. By Marika long betrayed. Set aflame. I believe Mikaela's apologies. Was? And he says our delivery will come. But never will I see your kind as worthy. Marika hat den Baum angezündet? Ach, als ob. Hä, echt jetzt? Du Gladiatorin. Guided here by kindly Mikaela. Won't we all? I am Freya. Freya. Fought alongside General Radahn. Was? Okay. You can be sure I'll hold my own. Ja, dein Schwert ist cool. Muss man sich ja hier zusammenreißen. Oh, jetzt wird's einfach so lila? Warum auf einmal Elden Ring? Also nicht auf einmal, weil ich habe Elden Ring schon damals gespielt, also Elden Ring war tatsächlich, deswegen bedeutet mir das Spiel auch so viel. Also als das damals rausgekommen ist, ach siehste, da ist doch, das ist ein Drache, ne? Als Elden Ring damals rausgekommen ist, war das eigentlich so eine Phase, wo ich irgendwie gerade nicht mehr so viel irgendwie mit Fighting Games und mit Zocken generell am Hut hatte. Und Elden Ring hat das Feuer wieder entfacht. Und deswegen hat Elden Ring für mich eine ganz besondere Bedeutung einfach. Und ich habe damals auch so viele Videos dazu gemacht. Aber da war es noch alles Englisch, ne? Deswegen. Elden Ring ist ja auch im PvP wirklich, wenn du das High-Level spielst, ist das auch ein bisschen wie ein Fighting-Game. Natürlich nicht so ganz, aber so zur Hälfte könntest du schon so sehen. Wir können ja die One fürs Physik noch reinhauen, die habe ich ja ganz vergessen. Oh, ein Großkatana, wir haben's! Ah, du lebst doch. Geisterflammendrache. Alter, was steckt der ein?
Na gut. Ist wie bei Nidia. Oh, du musst ihm auf die Schnute hauen. Au. Der hat Range. Er macht gern Stampfattacken. Da muss ich sein. Muss ich bestrafen. Habe ich dich runtergehauen? Geil. Gib ihm. Wir sollten wegrennen. Oh. Naja, immer gut wegzurennen, wenn jemand rumschreit. Er geht mir ein bisschen auf die Nüsse, weil ich treffe seine Burnummer nicht. Scheiße. Den kriegen wir noch. Ich hau mir jetzt noch Drachenwundenfett auf die Waffe und dann mache ich dem auch noch mal ein bisschen mehr Schaden, glaube ich. Mach's gut! Was kriege ich von dir? Endlich. Okay, Drachenherz, klar. Ein uralter Drachen-Dunkelschmiedestein. Das kann man mitnehmen von dem, ne? Das kann man mitnehmen. Ja, aber war nice. Sie haben das Moveset vom normalen Drachen ein bisschen verändert und der war auch anspruchsvoll, dadurch, dass er einfach so viel Schaden gemacht hat, ne? Ich meine, ich hatte diesen Talisman drin, ne? Der dich vor One-Shot schützt. Aber es war trotzdem knackig. Dann macht euch jetzt erstmal einen schönen Tag. Knallt nochmal Bosse weg. Ne? Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Haut rein, bis dann, weil ich muss nämlich gleich los. Ciao.